So Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay. Ich habe mir den Dom beigeholt. Ja, guten Tag. Und wir gucken uns an UI Delver gegen Burn. Mehr Rot, habe ich gehört. Ja, als eines im Endeffekt Burn und das andere ist ein gepimptes Burn. Ja, Burn mit Brainstorm. Burn, Brainstorm, anderen Kreaturen und Force und Base. Und Ponder. Ja, und Ponder, ja. Aber hauptsächlich mit Brainstorm. Ja. Ja. So. Etwa wieder ich. Ja. Startend, glaube ich, Burnman. Ich meine schon. Ja. Lass mal schön mallen. Ich glaube, die Burnhand sieht auch gar nicht mal so kacke aus. Ich sehe zwei Länder, ich sehe ein Firecraft, ich sehe ein Bolt. Das ist schon okay. Ja. Ich weiß gerade gar nicht. Ich sehe nur die Hälfte. Ja, ein Exquisite Firecraft ganz vorne. Und noch ein Mulligan. Ach, du Scheiße. Schön Mallow 5 gegen Burn. Mulligan auf 5 gegen Burn ist ziemlich gut. Wenn man dann noch ein Force of Will hat, geht man halt auf 3 Karten runter. Jo, das, ich kenne Leute, denen gefällt dort. Das war den Gegner. Ja, natürlich. Hier sieht man auch schon zwei Force, die müssten eigentlich beide runter, oder? Boah, ja, ist halt schwierig, ne? Könnte auch genauso gut. Ja, ein Force könnte runter. Ich glaube, ein Daze war da, ein Sprite Dragon. Was war noch? Ja, noch ein Force und ich glaube ein Brainstorm, der jetzt gerade schon drunter ist. Also halt die Frage, was da an Land bei rumkommt, ne? Das ist ein Fetchland, ja. Und Preordain. Preordain kein Land finden. Ja. Und Swift Spear. Aua. Ja, da ist ein Swift Spear. Der muss eigentlich weg. Ja, aber kann man den hier forcen? Sollte man tatsächlich, weil ansonsten sind innerhalb, wenn der nächste Runde einen Burn-Spell hat, sind schon mal 5 Schaden. Das holt man nicht mehr raus. Nee, ist schwierig. Einmal ganz kurz, wenn ihr Geräusche hört, über mir sind sie eine Party am Machen, gefühlt. Ja. Dementsprechend kommen da Geräusche bei rum. Zum Beispiel jetzt gerade noch meine Waschmaschine. Wir machen gerade eine Turnstunde oben drüber. Ja, das ist ja okay. Ja, okay, hier können wir halt gepflegt auf Duel fetchen, weil Wastelands werden keine kommen. Nee, garantiert nicht. Zumindest nicht von der Seite des Burn-Spielers. Nee. Ja, dann ist halt die Frage, was, wie, wo das Preordain findet, ne? Ja, Preordain kann halt zwei Länder finden, die man oben drauflegen möchte. Oder ein Land. Ein Land würde ja schon viel reichen. Ein Land würde schon genug machen. Ja. Und, ja. Ein Land würde halt schon mal helfen, dass man weiterspielen kann. Ja, so ist das jetzt ein bisschen 5 gegen Willi, ne? Ja. Aber das war dann Land? Okay, Philipp spielt halt auch viel Burn, ne? Das ist dann eh schon so. Das Matchup ist an sich eigentlich okay, aber kommt halt auch drauf an, wie die Hände sich entwickeln tatsächlich. Ja, ja, Eidolon, super. Eidolon trifft, glaube ich, jeden deiner Spells, außer Force. So ziemlich. Okay. Ja, Force zwackt halt trotzdem ein Leben. Aber ja, natürlich. Arcanist ist hier natürlich so ein bisschen der gute Freund und der böse Freund gleichzeitig. Wenn da jetzt irgendwie noch ein Bolt bei rumkommt, kann man halt Bolt das Eidolon, Angriff, Bolt was anderes machen. Yep. Und es ist ein 1-3 Blocker. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, gerade aktuell. Problem ist halt, wenn du den jetzt zum Beispiel das Pre- oder den Flashbacken willst durch und angreifst, zockst du hier halt erstmal 2 Leben. Und verlierst deinen Blocker. Ja. Das ist halt gerade gegen Burn sehr, sehr ärgerlich. Auf der anderen Seite, wenn ich das richtig sehe, ist da auf jeden Fall noch ein Bolt auf der Hand 2 sogar. Ich meine, es wären Mismatched Bolt. Es sind Mismatched Bolt, also das Exquisite Firecraft. Dann hast du auf jeden Fall Bolts und noch ein Land. Ist das ein Land? Ja, stimmt, ist ein Land. Es hat oben rechts kein Mana-Symbol. Dann ist die Frage, ob man hier mit Bolt den Typen Angriff einfach durchgeht. Ich denke, das ist der richtige Play. Aber hier wird. Ah, das war noch ein Eidolon. Da war noch ein Eidolon. Okay, das tut weh. Ich glaube nicht, dass man jetzt hier noch bolten möchte. Da will man gar nichts mehr. Auf der anderen Seite kannst du jetzt auch nicht mehr gut mit dem Arcanisten angreifen, weil Doppelblock. Doppelblock, beziehungsweise du kriegst dann halt im Backswing 4 Schaden. Oh ja, das gibt's, stimmt, das kommt noch dazu. Du gehst dann auf 12 runter und dann kostet dich jeder Spell wieder 4. Das heißt, du gehst dann halt mal geschmeidig auf 8 runter. Das ist schwierig, ja. Ja, das gerade gegen Burn, die sehr schnell sehr viel Schaden fahren können, ist das halt echt nicht so schön. Nee, ja. Das kann vor allem sehr, sehr wehtun. Da muss man auch gerade erstmal was länger überlegen, was man überhaupt macht oder ob man was macht. Ja, das ist halt wirklich eine schwierige Frage, weil wenn ich das richtig sehe, du bräuchtest einen Bolt, um da rauszukommen als UR-Delver-Spieler.
Und dann musst du hoffen, dass der Gegner keine 10 Damage zusammenfährt. Mhm. Und das kann hier halt schon mal ganz schnell ganz anders sein. Ja, ist halt jetzt gerade echt schwierig. Aber das ist nie ein gutes Zeichen. Ja, halt einfach mal reinhalten. Der Backswing ist kleiner als deiner. Da kann man das schon wirklich mal machen. Ja. Genau, dann blockt man ein. Blockt man ein. Weil haben keinen Pros, zum Glück. Nee. Dann war da ein Chain Lightning? Ja, das ist halt auch so eine Sache. Chain Lightning willst du halt auch nicht spielen. Nee. Chain Lightning kannst du auch nicht spielen, weil es einfach dich selber einfach umnietet. Ja. Wenn du den zurückwerfen könntest, wäre es okay, weil der wird ja gekopiert. Jedes Mal. Das heißt, du kriegst nur einmal den Schaden. Ja, das stimmt. Aber so ist es halt, du spielst den und verlierst deinen Arcanisten. Safe. Ja. Das ist halt genau der falsche Burn-Spell dann. Ja, ist ein Chain Lightning. Genau der Chain Lightning, Brainstorm, Delver. Alles nicht so die Karten, die man in Phase of 2 Adlons haben möchte. Nee, nicht wirklich. Das ist halt ein bisschen ätzend, ne? Ja, angegriffen. Never touch a running system, ne? Das fühlt sich gerade so ein bisschen an wie Standstill. Da wird mal der andere geblockt. Ja. Ja, ist halt, jetzt passiert halt echt gar nichts mehr. Da muss man halt mal was machen. Ja. Brainstorm geht halt unter auf 8. Trigger. Das tut weh. 2, 3. Oh, Delver Ponder. Nicht die Karten, die man hier sehen möchte. Immer noch nicht. Wäre selbst ein Fetchland dabei, wäre besser gewesen als der Mountain. Ja. Aber so ist, glaube ich. Ja, der Mallow 5 war halt schon echt eklig. Ja, plus wenn man hier noch sieht, was auf der Burnhand noch alles drauf ist, weiß ich nicht, ob mit 2 Karten mehr sich da was geändert hätte. Weil es ist wirklich noch eine Menge Damage, der da rumfliegt. Ja, wenn du überlegst, wenn du das zweite Force allein hättest behalten können, wäre das erste Eidolon gar nicht gekommen. Ja, stimmt, das erste Eidolon gekommen ist. So, du hättest den Arcanisten gedroppt, das zweite Eidolon hätte einfach ein Burn-Spell oder so gefressen. Das wäre schon alles ein bisschen anders gebalanced gewesen, aber... Ja, vom Sideboard her, was macht man hier? Also als Burn-Spieler kann man wahrscheinlich die Verzauberungen reinbringen, die mehr Eidolons sind. Ja. Und diesen neuen Vortex für ein rotes Mana. Rolling Vortex. So. Rolling, der ja 2 Mana hat und kannst den aktivieren für 1 Mana, dass ein Spieler kein Leben kriegen kann. Ja, und genau. Theoretisch gegen die Dings Gravediggers Cage. Ja. Wenn man sie hat. Stimmt, wenn man sie hat, Gravediggers Cage. Plus halt der Rolling ist halt wichtig, weil er halt, wenn jemand ein Spell spielt und dafür keinen Mana bezahlt, verliert er 5 Leben. Das heißt, deine kompletten Force Days sind als Delvermann weg. Und auch die ganzen Arcanist-Spells. Ja. Das tut richtig weh, wenn man den reinboardet. Als Ur-Delver-Spieler hat man hier viel Auswahl, Blue Elemental Blasts. Wenn der im Sideboard ist, ich glaube aktuell nicht. Du kannst, ich habe schon in der Hand hat man schon gesehen, Flusterstorm mit rein. Oh ja, Flusterstorm, klar. Force of Negation aus dem Sideboard noch eins mit reinpacken. Ansonsten, ja, müsste ich jetzt gerade mal überlegen, wirklich viel Auswahl hat man sonst halt nicht. Ja, ist aber jetzt auch, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man halt vorher schon ein bisschen weit vorne ist. Wenn, ja. Wenn. Das ist halt was. Das ist immer die Frage. Da wird erstmal. Days Chain Lightning. Das Days kann man sich vielleicht noch nehmen. Ja. Wurde ja auch genommen. Auf der anderen Seite sehe ich einen Price of Progress auf der Hand. Das kann je nachdem auch richtig wehtun. Ja, der kann man halt mal so schnell. Da ist Riftspear. Der wird gedazed. Ja. Einfach nur damit kein Damage vor Ort kommt. Ich glaube, da wird. Ist da noch ein Land auf der Hand oder wird da gerade ein gemisster Landdrop versteckt? Ich glaube, da wird ein gemisster Landdrop auch versteckt. Ja. Auch immer sehr, sehr, sehr beliebt bei Delver-Spielern. Ja, das versteckt so viel Information. Ja. Man glaubt gar nicht, wie oft Leute nur mit einem Land oft mit Delver starten. Ja, und dann 2 Days hintereinander spielen, ja. Das macht man gerne. Ja. Gut, hier hat es mir jetzt Swiftspear durchgelassen, den zweiten. Ich glaube, man hätte hier auch das Days auf jeden praktisch geworfen, auf alles, was da gekommen wäre. Ja, theoretisch, ja. Hier kommt ein Bolt. Und zwar beides die Grand Prix-Edition. Der eine voll, der andere nicht. Der eine auf dem Grand Prix erworben, der andere nicht. Der eine ist auf MKM erworben. Und noch ein Bolt und ein Abrade. Und jetzt muss man hier natürlich zeigen, dass man kein anderes Land hat. Aber noch ein Bolt, noch ein Abrade, noch ein Flusterstorm. Was sind die letzten beiden Karten? Die habe ich nicht erkannt tatsächlich. Ich habe gerade beim Burn-Spieler geguckt, der Riftbolt Suspend. Die letzten beiden da hinten das sind das. Das ist ein Sprite Dragon. Ah, Sprite Dragon und ein Ding. Es ist halt auch so Arcanist. So ein gutes Tier.
Ja, da kommt Delver. Den will man jetzt hier wahrscheinlich nicht reinspielen. Zum Baiten. Das heißt, ein Mana kriegt drei Leben. Genau, also gegen Burn, ein Mana kriegt drei Leben, ist auch schon okay. Ja, vor allem, wenn man halt selber gerade aktuell nicht so viel hat an Tempo. Ja. Bisschen Creature-Baiting, weil zum Beispiel den Arcanisten willst du eigentlich nicht in einen offenen Riftbolt rein. Nee, das auf keinen Fall. Das ist schon okay. Vier Länder für den Burnmann ist schon relativ viel. Philipp sagt hier einfach nur Go. Ja, das sieht auch gerade nicht so schön aus für ihn. Ja, auf beiden Seiten nicht. Der eine nur auf einem Land, der andere nur mit ganz vielen Ländern. Ja, okay, aber Ure Delver agiert mit ein bis zwei Ländern. Von ja, gerade wenn es jetzt das zweite gefunden wurde, ist es halt jetzt dürfte das Deck halt richtig aus der Reserve kommen. Ja. Allein wenn der Dreadhaut jetzt eine Runde überlebt, was er nicht tut, ist halt... Hier braucht man einfach eine Kreatur als Burnmann, damit es weitergeht, aber hier ist das fünfte Land. Ja, das wird auch direkt geopfert zum Kartenziehen. Ja. Hat er ein Land nachgezogen? Ich glaube ja. 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 Das macht halt auch keinen Spaß. Nee, für keinen von beiden. Das ist halt aktuell so ein bisschen American Standoff. The Mexican. Nee, American. Keiner weiß, was auf der anderen Seite der Mauer abgeht. Ja, das stimmt allerdings. Ja, jetzt kann man noch auf einen Mountain fetchen oder ja, auf damit man safe Insel. Ist. Ja. Zwei rot, zwei blau. Zwei rot, zwei blau. Gerade wenn jetzt, je nachdem, welche Liste es ist, mit Ure Delver auch sowas wie Two Name rumfliegen kann, was ja auch sehr vernichtend sein kann. Ja, Burn kriegt den, glaube ich, gar nicht gehandelt, oder? Nicht, dass ich wüsste, nein. Wobei doch, theoretisch könnte man mit einer Kreatur angreifen. Der Gegner könnte mit dem blocken und man könnte einen Skullcrack spielen, was dafür sorgt, dass diese Runde kein Schaden verhindert werden kann. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, so die einzige Möglichkeit, dass es halt auch wirklich durch die Brust. Also da kommt ein Arcanist. Mit Mana offen für Shenanigans. Ja. Aber es ist nur Pflaster bzw. Bolt, richtig? Auf der Hand? Ja. Ich meine, Pflasterstorm auf jeden Fall. Bolt meine ich auch. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Würde halt bei den ganzen Mana mit 3 bis 4 Mana und noch eins auf der Hand. Das ist halt jetzt die Frage, das Exquisite Firecraft kann man ich glaube, das kaufen. Muss man hier Riftbolt. Ja, okay, das ist jetzt halt lachende Kreissäge-Rennen. Ne? Ja, dann hätte man, glaube ich, das Land vorher spielen müssen. Ja. Dann, Storm 1. Ja, Storm 1 bedeutet eine Kopie plus der Originalspell. Er hätte zwei Mana zahlen müssen. Er hätte es auch können, wenn er einfach das Land gelegt hätte. Vielleicht hat er jetzt gebaitet und noch ein Bolt, aber das wäre halt schon schade. Das ist halt die Frage, wofür er das Land auf der Hand behält. Ich weiß es nicht. Da wird nochmal gelesen, dass der... Ah, das ist dieser, alle Kreaturen kriegen 2 Damage und kann nicht gekontert werden. Auch eine sehr gute Karte gegen Delver früher gewesen. Mittlerweile hält sie es, glaube ich, in Grenzen, ja, weil so viel mit 3 hinten auch rumballert. Sehr viel mit 3. Die Kreaturen wachsen auch. Sieht man jetzt hier den Sprite Dragon. Ein Brainstorm in Response und der stirbt halt nicht. Das ist halt mittlerweile richtig eklig. Und sieht man halt schon, der Sprite Dragon kommt rein und haut direkt für 2, allein nur durch den Arcanisten. Ja, das ist schon, dass du die Trigger da als Deck, dass der Trigger halt kommt, bevor der Combat kommt, das ist schon ziemlich strong. Ja, das ist schon echt gut. Kein Wunder, dass über den Arcanist geredet wird, dass er gebannt werden soll. Ja, ich finde eigentlich mega fair. Also ich weiß gar nicht, was die Leute alle haben. Ja. Der stirbt bei mir nur halt relativ oft. Ja, oh Wunder. Ja, hier behält man das Mana offen für die 2 Bolts auf der Hand. Ja. Weil gerade wenn man mit Doppel-Bolt untergeht, kann man halt End of Turn Bolt, eigener Turn Bolt, Angriff Bolt. Das ist ziemlich viel Damage, was da rumkommt, gerade mit dem Sprite Dragon. Ja, also im Endeffekt allein schon 6 Schaden in Form von Bolt. Dann noch der Flashback sind 9. 9. Sprite Dragon Angriff, dann hat er noch 3 drauf bekommen, dann ist der 5. Also. Das sind 15, das ist fast schon Liefel. Das ist schon heftig. Oh, da kommt ein Sanguine Blood? Nee, Sanguine Blood war die Commander-Karte. 2 Damage Creature, ja. Ja, und wenn die Kreatur stirbt, bekommt der Beherrscher 3 Damage, was sie in dem Fall nicht tut. Ja. So kann man halt auch den Sprite Dragon schön safen. Ne? Ja. Ja, gut, was halt jetzt, genau, das ist halt jetzt ein bisschen vernichtend. Volcanic Fallout kann halt auch nicht gecountert werden. Ne? Dann stirbt halt der Sprite Dragon, aber da bleibt zum Beispiel auch der
Aken ist einfach übrig. Ja, Agnes bleibt einfach so übrig. Es ist halt hier jetzt eine Menge Damage, was rumkommt. Genau, also gerade beim Blatt ist es so, dass die Kreatur dann direkt sterben muss, damit 3 Damage passieren. Es passiert also so rum nicht. Ich glaube, das war auch gerade das, was nachgelesen wurde. Mhm. Man hätte aber, ich glaube, man hat das hier als Reaktion gespielt. Weil der Volcanic Fallout ist, glaube ich, eine Instant, wenn ich mich alles täuscht, weil ich meine, ich hätte den auch schon mit dem blauen Wusch rausgesucht. Und dann wäre der Damage tatsächlich durchgegangen. Das wäre natürlich richtig sick. Ja, aber gerade wurde ja auch der Würfel auf 10 gerollt, von daher gehe ich auch mal davon aus. Da kommt ein Delver. Delver, gut, jetzt kann man natürlich rausspielen. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass der Gegner nochmal einen zweiten Boardwipe hat. Nee, glaube ich auch nicht. Und jetzt kann man halt einfach mal angreifen und hat man noch irgendwas Days. Naja, einfach ein Bolt Flashbacken. Ja. Fertig. Nein, 4. Das sind 4, sind wir auf 9 zu 10. Aber stimmt, die Upgrade kann man auch noch reinnehmen. Stimmt, einfach ein bisschen mehr Burn zu haben. Ja, aber Kreaturen Removal halt. Ja, und halt, falls was von der Richtung kommt, ein Gravedigger's Cage. Ja, das stimmt. Der Gravedigger's Cage halt mittlerweile echt Dreadhawk gut. Komplett ab. Ja. Das ist nicht so unwichtig. Ja, sonst hier, ist es noch ein Fallout auf der Hand? Das sieht schon fast so aus, ne? Deswegen wird da, glaube ich, auch gerade nachgefragt. Ja, wie groß der ist? 1-1 Delver of Secret und auf der anderen Seite die Abomination ist 3-2 fliegend. Ja, da wird wahrscheinlich einfach gewartet, ob der flippt. Bolt. Ja, 6. Also 9 ist ein 6. Wo ist die 6? Gut, dass das ein Spindown-Würfel sind. Delver flippt. Das ist gefährlich. Mhm. Ja, noch der Brainstorm dabei, der Psybrate auf der Hand. Ja, man greift jetzt einfach mit allem an, nimmt den Bolt und hält dem den Gegner gegen das Gesicht. Das sind halt dann auch schon die 6 Schaden, die man braucht, ne? Und selbst wenn er jetzt den Fallout zündet, was er muss, um den Delver abzurüsten. Oh, der schießt allen Spielern auch 2 Schaden, richtig? Ja, stimmt. Ja, okay, dann kriegt er so oder so 4 Damage. Ich glaube, das wurde noch nicht ganz so realisiert. Dann geht er auf 2 und dann ist er tot. Ja, dann kommt der eine Damage. Der eine Damage, der noch vom Dreadhorde kommt. Dreadhorde in der Combat. Weil wir sind immer noch in der Attacker Declare. Jupp. Es wurde noch kein Punkt Combat Damage gemacht. Und trotzdem wurden 5 Leben verloren. Oh, ich liebe Magic manchmal. Ja, da ist halt gerade eine Menge passiert. Ich warte jetzt drauf, dass realisiert wird, dass ein Damage bei euch kommt. Ich glaube, das hatte ich tatsächlich schon. Und dann einfach, dann wird halt jetzt der Damage noch verrechnet und dann einfach nur absetzen für ein eventuelles Follow-up mit dem Brainstorm und dann. Ist auf 8. Den hat man schon verrechnet. Okay, das kann man natürlich auch machen, noch so zum Spaß halt. Auch schön zeigen, dass die Cori ja doch noch coole Karten hat. Ja, das sieht er schon. Sieht halt eine schöne Karte. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Jetzt wird sich die Frage, ob überhaupt gesideballt wurde. Ich glaube, stimmt. Philipp hat mir da, glaube ich, gesagt, dass das Illifil war. Das hatte ich noch gar nicht. Nein, nicht realisiert. Ja gut, das ist natürlich auch, wenn man jetzt gerade in so einer Verkettung drin ist, auch nicht so einfach zu sehen. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt beim ersten Mal nicht realisiert, dass der Fallout auch jedem Spieler 2 Schaden gibt. Das kann ich gut verstehen. Das ist aber auch eine Karte, die man nicht häufig sieht, tatsächlich. Nicht mehr. Nee, nicht mehr. Ist hier ein Mulligan bei dem Burn-Spieler? Ich glaube. Ja. Aktuell 1-1. Land Heavy Hand vielleicht. Das sind wir bei den Patch-Händchen ja gewohnt. 6, 7, 2 Länder, das ist okay. Ja, plus ein Swift, habe ich schon wieder gesehen. Kann man mal machen, habe ich gehört. Ja, mal. Ich glaube, das hat er jetzt alle 3 Spiele gemacht. Oh. Lava das Lava-Spike, der drunter geht, richtig? Ja. Und ein Riftbolt Suspend. Ja, Swiftspear. Ungefähr. Massen-Pet-Karte. Kann man machen. Läuft auch ziemlich gut. Ich hätte hier wahrscheinlich aber den Riftbolt Suspended.
Er kauft halt einfach einen Turn. Ja, aber dann hätte der Delver-Spieler nächste Runde auch wieder Days offen gehabt. Ja, aber das kann man ja bezahlen. Ja, das ist halt die Frage, ne? Wenn man zwei hat, kann man ja, auch... Ja, okay, wenn man zwei hat, kann man auch einfach so reinspielen, das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite hätte, wenn der andere das Swift jetzt liegen geblieben wäre, hätte er halt... der Riftbolt wird ja trotzdem gecastet. Aus dem ja, Swift. Aber bevor der gelegt werden kann. Nee, wenn der erste noch liegen würde. Hätte er ja trotzdem den Cast-Trigger. Ja, aber er hat ja dann keine zwei Mana in der ersten Runde. Er macht entweder den Swift Spear oder den Riftbolt. Wäre halt jetzt vielleicht die Wahl gewesen. Ich gehe mal davon aus, jetzt macht der Riftbolt Suspend. Ja, gehe ich auch von aus. Wie gesagt, man hätte den Riftbolt Oh, nee, okay, der kam noch gar nicht durch. Ja, kam noch Force. Er wurde noch diskutiert. Ja. Noch einer? Okay, da ist der Riftbolt Suspend. Ja, nur mit dem Burn steht sich Burn halt nicht so. Genau, gut. Also Burn braucht gegen solche Decks wie Ur-Delva oder auch gegen Elfen oder ähnliche Matchups, selbst im Dutton Texas Matchup, braucht Burn Beater. Ja. Und weil der Rest der Burn-Spells zum Removal wird. Ja. Und wenn man die halt früh abschalten kann, ist das ziemlich gut. Ja, da halt wieder im Endeffekt gebaitet. Einfach nur damit. Wie nennt sich diese Karte? Heilige Salve? Ist, glaube ich, die Karte, die ähnlich ist wie der Lightning Bolt oder Ancestral Recall. Ist, glaube ich, die weiße Karte Heilige Salbe. Du kriegst für einen Mana drei Leben wieder. Das kann sein. Ich glaube, der Nektar. Ne, es war noch eine Salbe. Der Nektar kam später. Der Nektar ist die grüne Version davon, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mal wieder in den Kommentar schreiben. Ich meine, der Nektar, wer weiß. Ich weiß, der Nektar klingt halt so nach grün. Ja, hier kommt der Arcanist. Arcanist mit Bolt im Friedhof. Aber es ist wieder der Chain Lightning. Ich gehe auch mal davon aus. Ja. Oh, da kommt auch noch ein Chain Lightning. Ja, kann man halt weglegen. Ne? Zwei Chain Lightning. Alter, wenn davon einer von den Swift Spears. Ja, das ist es halt. Ne? Wenn du da überlegst, wie viel da schon nebenbei geflogen wäre, dann wären wir mit Sicherheit schon 6 Schaden. Oh ja, mindestens. Das wäre schon ziemlich gut gewesen. Auf der Hand ist das ein Abrade gewesen? Ich glaube, ich hatte eben eins gesehen. Ich glaube jetzt, was kommt jetzt? Mit zwei Mana, wahrscheinlich noch ein Arcanist. Arcanist oder Sprite Dragon. Sprite Dragon. Ne? Petcat. Beat fine, go. Ja. Oder Brainstorm. Nee, Beat fine, einfach nur. Okay, Fetch. Was passiert da? 20, 19, 20. Vielleicht der Oktopus. Das kann sein. Den Sea Dasher habe ich auch auf der Hand gesehen. Ja, Sea Dasher ist halt auch eine super witzige Karte. So als One-Off kann man den halt echt mal spielen. Ne? Ja, ja gut, der kann, glaube ich, auf alles drauf, außer auf den ungeflippten Delver. Der ungeflippte Delver nicht, genau. Der Rest kann der überall drauf. Und das ist halt auch, den ungeflippten Delver macht man den auch nicht drauf. Macht wenig Sinn, ja. So, auf der anderen Seite ist Mutate auch eine der verwirrendsten Effekte, die wir seit Ewigkeiten hatten. Hier wird nochmal erklärt, dass das jetzt ein 2-2er ist. Mitfliegend. Und Eile. Und Eile. Und er kriegt Marken. Und er darf eine Karte ziehen, wenn er Damage macht. Und er kostet wie viel Mana? 2, wo? Nee, 3. 3. 3 jetzt mittlerweile. Der kostet er jetzt 3, ansonsten würde er 2 kosten. Ah, grausame Welt. Diese Fähigkeit ist halt wirklich grausam. Meiner Meinung nach ähnlich schlimm wie Banding, aber nur ähnlich. Stell dir mal vor, du reagierst so darauf auf einen Fatal Push, der nicht Revolt hat. Ja, dann brauchst du aber schon. Mit ihm geht das ja, mit Aufblitzen. Ja, ja. Genau. Was passiert? Da kommt ein Screw the Critics. Ja. 3 Mana, 3 Damage. Ja. Hat er halt wenigstens eine Karte gezogen. Ja. Ich glaube, da kommt schon wieder ein Drachen geflogen. Man hat auf jeden Fall den Sea Dasher. Besser als ein Drache. Man hat den Sea Dasher halt gut gecycelt. Das ist halt nicht schlecht. Hier hat man noch wahrscheinlich noch den Drachen. Ja, okay, das ist gut. Das kann man auch machen. Ne? Jetzt muss er halt entscheiden als Burn-Spieler. Nehme ich den Drachen weg, der halt ziemlich schnell... Am besten nimmt er hier beides weg, aber... Ja. Zum Volcanic Fallout hilft er auch nicht. Mm-mm. Was hat er? Was hat er? Das ist ein Volcanic Fallout. Volcanic Fallout. Und ich glaube ein hier. Banishing Light, oder? Nee, nicht Banishing Light. Das. 4 Schaden. Ja. 4 Schaden für 3 Mana. Firecraft.
Exquisite Firecraft. Genau. Ach, Namen von Magic-Karten. Ah, mittlerweile gibt es zu viele. Bin aber so froh, dass wir nicht die Deutschen benutzen. Ja, es gibt ja so Leute, von denen man munkelt, sie würden deutsche Karten spielen. Mhm. Sehe ich ganz selten. Pre-order. Na, ein Vorherbestimmen. Da verstehe ich jetzt nicht, weswegen man da den Fallout nicht zündet. Weil wenn das Pre-Order jetzt durchgeht und man zieht einen Instant, überlebt der Sprite Dragon. Ja. Und jetzt ist... Jetzt ist der out of range. Ja, auf den Trigger kann man ja noch reagieren, macht aber auch nicht gemacht. Nee. Vielleicht hat man sich hier schon dazu entschlossen, da einen Firecraft draufzulegen und realisiert noch nicht, dass das Sorcery ist. Ich weiß es nicht. Es ist halt, sind halt schon 5 Schaden, die da vorbeikommen. Ne? Oh, das ist kein Firecraft. Aber es ist auf jeden Fall ein Fallout. Ja. Vielleicht will man hier einfach nicht 1 zu 1 traden mit Fallout. Man Bolt hätte man ja auch getradet. Hm, ja, stimmt auch wieder. Schwierig. Jetzt ist der Sprite Dragon halt so gut wie aus jeder Range raus. Ne? Naja. 5 Damage, geht auf 12 runter. Kann ja dann noch ein Delver bei. Dann noch ein Delver, uff. Weil jetzt kann man halt, muss man halt überlegen, ne, was man überhaupt noch machen kann als Burn-Spieler, um da wieder overhead zu kommen. Der Arcanist generiert Value, der Sprite Dragon ist mittlerweile 4-4 und der Delver, wenn der flippt, wird auch ein 3-2, ja. Ja, er ist halt echt schwierig, vor allem, wenn man halt hier wirklich schauen muss, dass man irgendwie es schafft, mehrere Kreaturen jetzt in einem Turn wegzuräumen. Jetzt wird wahrscheinlich ist Firecraft auf den, ja. Auf den Dragon. Der Dragon ist auf 4, korrekt? Ja. Das heißt, auch da wieder sehr gefährlich, wenn man da jetzt irgendwie einen Bolt oder was gehabt hätte. Genau, also irgendwas in Response zu spielen, selbst ein ja. Base. Aber so jetzt natürlich ziemlich gut, weil so hat er das Firecraft exquisit ausgenutzt. Wow. Ja, da liegt der Bolt oben drauf. Bolt sind 6, 9, 10 Damage, die hier dann rumfliegen. Ja, 3 als Bolt in der Luft, einer zum Spielen. Man könnte hier natürlich jetzt gerade auch den Chain Lightning spielen, weil der Gegner nur ein rotes Mana hat. Boah, da ist ein Bunch of Länder, die gezogen gesehen werden. Ja, da kann man aber das Ponder hinterher spielen und kann die wegschaffen. Mhm. Auch hier natürlich schade, dass man den Dragon nicht mehr hat. Ja, der wären jetzt halt schon 5. Das wäre lang liefe. Ja, stimmt auch wieder. Also es ist halt echt extrem, wie der skaliert, gerade mit dem Dreadhard Arcanist, wo der dann im Endeffekt safe 2 Marken pro Runde bekommt. Ist halt interessant, dass man lieber den teilweise spielt, je nach Liste, als einen Young Pyromancer, der einfach in die Weite geht und es einfach super ätzend geworden ist, in die Weite zu gehen. Ja, brauchst mittlerweile eigentlich immer safe so... Eine große oder dicke. 2 große. 2 dicke sind gut. 2 dicke sind gut, aber der macht halt noch den Invasion Movement fliegen. Ja, ja, ja. Ja, ist schon interessant, wie sich halt auch einfach die Meta ein bisschen shiften kann. Und den hier möchte man halt auch mit Oko nicht elchen. Nee. Weil die +1/+1 Marken bleiben ja drauf. Dann hat man dann so einen ziemlich 8, 8, 11. Dicken Elch. Ja. Du machst im Endeffekt einfach nur stärker. Ja. Ja. Jetzt die Frage, oh, das, man sieht es hier auch mit dem Chain Lightning sehr schön. Ja, dass der dann Instant Speed hat, ist einfach so banal. Ja gut, es gibt ja einige, was der Instant Speed bekommt, was es nicht bekommen sollte. Aber hier sind es gehen schon mal 3, gibt man auf 9, gibt man auf 8, gibt man auf 5. Mhm. Ich glaube, da war gerade die Frage, auf wie viel Leben er war, weil Philipp so schnell weitergedreht hatte. Man müsste, glaube ich, auf 5 runtergehen. 5 runtergehen. Summa summarum, ja. Ja. Also jetzt so sieht man es ja, aber... Ja. Ja, plus, das ist halt meiner Meinung nach jetzt schon so ziemlich aus, weil ich nicht wüsste, was der Delver-Spieler jetzt gegen Bolt, Arcanist, Bolt oder Bolt Delver machen will. Der Burn-Spieler. Ne, meine ich ja, der Burn-Spieler, weil das ist halt... Ja, man muss jetzt den Vortex zünden und man hat den Bolt auf der Hand, also kann man in Response einfach den Bolt spielen und, ja... Ja, stimmt, das tötet einen ja auch. Das war die falsche Karte. Ja, das ist es. Oh ja, stimmt, das tötet einen ja auch, wenn man ja auch 2 Damage kriegt. Da greift man auch ziemlich schnell zu und sagt, bolt dich, 3 Damage, Liefel. Jo. Jawohl. 2-1 für Ua Delver, das Burn mit Brainstorm. Ponder. Brainstorm. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksee. Ciao, ciao.